So, da sind wir zurück jetzt in der Sprecherkabine. Wir sind beim großen Finale der internationalen deutschen Kartmeisterschaft. Runde 5, da seht ihr gerade eingeblendet. Wir sind in Ampfing, 4. bis 6. Oktober. Das Wetter ist entsprechend des Datums. Es ist kühl. Gestern hat es in Strömen geregnet. Schwierige Voraussetzung für die Finalläufe. Und wir sind jetzt endlich angekommen. Das ganze Jahr haben wir hart gearbeitet. Und jetzt ist es soweit. Jetzt wird abgerechnet. Jetzt kommen die Finalläufe. Und wir haben uns Unterstützung geholt. Und du warst ja gerade schon dabei, lieber Timo. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst mit Unterstützung, mit Verstärkung. Du kommst ja aus dem Kartsport, haben wir gerade darüber gesprochen. Die Jenny hat über deine unfassbaren Erfolge im weiterführenden Motorsport gesprochen. Wir wollen jetzt einmal über dein Team sprechen und wir haben gerade eben schon einen Fahrer entdeckt von dir, die Startnummer 175. Erzähl mal, das Team 75. Warum macht ihr das? Richtig, also Team 75, da wird oft gefragt, wieso der Name, und das geht zurück auf die Jahreszahl 1975, da hat mein Vater mit Motorsport begonnen, hat Okay. quasi den Virus in die Familie Bernhard gelegt über Motorsport und hat dann die ganze Karriere mit mir begleitet. Und vor 7, 8 Jahren haben wir uns entschieden, warum machen wir das ja nicht, sagen wir, auf einen Schritt höher, sind in den Carrera Cup eingestiegen und machen jetzt eigentlich internationale Porsche GT-Rennen, GT Masters, GT4, also Ja. sind ziemlich gut aufgestellt da, und seit diesem Jahr auch im Kartsport, haben zwei Fahrer, den Alex Tauscher in der OK und jetzt hier den Daniel Gregor in der 175. Ich glaube, G4 heute startet in der OKJ, und zwei Fahrer jetzt im ersten Jahr, aber wir wollen das weiter ausbauen in Zukunft. Ich denke, bei der Kartsport-Basis dabei. Schon mal natürlich gerne. Ja, der Daniel Gregor hat fantastische Leistung gemacht, ne? Zweite Startreihe. Also ein Riesensprung da vorne. Alex Tauscher hat gestern einen Heat gewonnen. Also das läuft richtig gut für euch. Wir machen mal eben für euch daheim. Ganz kurz schauen wir die Startaufstellung rein, wollen dann aber noch mal weitersprechen über dieses Team 75 und die Basis Kartsport für den Motorsport. Christian Ho ist der große Herausforderer aus Singapur. Er fordert Robert Dahn, den Dominator der Saison, heraus. Der steht in der zweiten Reihe direkt dahinter. Das wird der spannende Zweikampf sein. Wer holt den Titel? Christian Ho, Singapur oder Robert Dahan aus den Niederlanden? Neben Christian Ho, Martinus Kleve, Stens Horne, der Norweger, die beiden in der ersten Startreihe. Und passend dazu Daniel Gregor mit einem ganz erfolgreichen Wochenende vom Team 75, er in der zweiten Startreihe auf P4. Dann haben wir zwei Deutsche, Vincent Andronacco und Jakob Bergmeister, der dritte der Gesamtwertung in Reihe 3, gefolgt von dem Ungarn Levente Rebic und Piet Mattes aus Deutschland. Das ist die vierte Startreihe. Reihe 5 auf den weiteren Positionen dann Lukas Schönmakers, Herolin Noridini, Oskar Pedersen und Fabio Rauer. Wir erwarten gleich einen rollenden Start, das heißt Info für euch. Paul Rieberer, Marius Christiansen, Matthias Biere Jakobsen, Arthur Turmhohn, das sind die Reihen 7 und 8, gefolgt von Torben Gröndahl, Kalle Bergmann, Lee Zug im Finale in der 10. Reihe zusammen mit Dion Govda. Dann Emil Tangert, Paul Dükoffre, Maxim Rehm, Elias Olsen. Ihr seht, wir haben ausverkauftes Haus. 34 Fahrer sind zugelassen, alle Plätze vergeben. Shirin Brüer, Dalwin Mustafa, Horst Felix Felbermeier, Lenny Riet und die weiteren. Seht ihr, wir gehen jetzt rein in den Start. Rollender Start vorne. Aber der Start ist nicht freigegeben. Dann können wir in Ruhe weitermachen. Lukas Schächer und Ekaterina Lüscher, die Schweizerin, die haben in der 15. Reihe. Und Julius Biesen, Magnus Terkelsen, Reihe 16. Und dann noch Toni Kailer-Laudé. So, jetzt haben wir die Startaufstellung durch. Ihr bangt mit. Kannst du entspannt gucken, so Kartrennen? Du hast gesagt, du hast lange schon nicht mehr Kart geschaut. Kannst du entspannt zugucken, wenn jetzt einer deiner Piloten auf der Strecke ist? Ja gut, wir haben jetzt mit Daniel nur einen Fahrer hier, aber es ist ganz klar, ich fieber natürlich mit und man kann das auch nicht abstellen. Aber ich gucke auch, was die anderen Jungs machen, und ja, Racer und leidenschaftlicher Motorsportler kann es auch so ein bisschen nachempfinden, wie die Jungs sich jetzt fühlen, wenn vor dem Start, bevor es losgeht, der Puls geht hoch. Man versucht natürlich, das Kart, das war immer wichtig, den Vergaser natürlich so einzustellen, dass es nicht überfettet und das Kart im Prinzip direkt loszieht am Start. Reifen aufwärmen, das sieht man ja. Also, da gehört sehr viel mehr dazu, als es nur einfach dann beschleunigen. Also, und ich weiß schon so ein bisschen, wie sie sich fühlen. Das ist halt, das gehört Die zum suchen Racing ja dazu. quasi dein Nach. Ja, also ich glaube, der Kartsport bietet einfach diese grundlegende Basis, die man später braucht, egal in welcher Disziplin. Sei es, klar, Formel 1 sind begrenzte Plätze, aber Sportwagen, Langstreckenrennen, also man hat hier. Oh, also Ich glaube, das ist der Jakob Bergmeister, der kann das Jakob sein? ist Der ist da schon raus, raus. Schon wieder aber Abbruch. Ne? wird wieder nicht freigegeben. Schade, Jakob ist der Dritte der Gesamtwertung, also Ja. der bestpositionierte Deutsche hinter Christian Ho und Robert Dahan. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist er sogar ganz rausgefallen. Ja. Also
gesagt. Ja, das war beim ersten Startabbruch, hatte ich schon, also ist er schon zurückgefallen, ja. Da ist er wieder nach vorne, aber ich glaube irgendwas, gut, Vergaser, ich ziehe ihn wieder weg. Da hinten steht er, genau. Also leider, leider, liebe Zuschauer, ist er raus. Jakob Bergmeister, also er hatte jetzt keine Chance auf den Titelgewinn, das ist das eine. Das andere ist natürlich, er war Dritter der Gesamtwertung, was natürlich auch ein schöner Titel für ihn gewesen, Bronze bei der JKM. Also ich war immer, wenn man in Top 3 in der Meisterschaft ist, das hat immer schon, das hat auf jeden Fall Qualität, weil Titel kann man nicht immer holen, klar, da muss alles passen, aber wenn man in den Top 3 ist, dann sieht man, dass man Speed auch hat. Hier sieht man, jetzt fährt er gleich raus. Genau jetzt. In der letzten Kurve, ja, der technische Defekt, also ist irgendwas. Da ist er raus, der Arme. Nicht funktioniert, ja, ist schade. Probieren wir es nochmal. Man merkt natürlich jetzt die Aufregung bei den Jungs. Ja, ja. Wir versuchen es nochmal. Christian Ho steht auf der Pole mit der 122. Von hinten sieht das schon mal sehr gut aus. Das kann freigegeben werden. Jetzt hoffen wir, dass erstmal alle gut durchkommen hier in der ersten großen Kurve. Christian Ho hat den Start auf jeden Fall gewonnen. Da können wir schon mal einen Haken dran machen. Aber der führende Gesamtwertung, Robert Dehaan, ist Zweiter. Oder wird jetzt gerade attackiert, ist zurückgefallen auf 3. Er muss nur halbwegs ordentlich durchkommen, der Robert Dehaan. Dann ist er auf Titelkurs. Das heißt, wenn er auf den Plätzen 3, 4, 5 irgendwo positioniert ist, dann müsste der Titel in die Niederlande gehen. Christian Hof vom Ricky Finn Motorsport-Team als Herausforderer, der muss gewinnen, der hat auch geliefert, der hat die Heats gewonnen, das Qualifying gewonnen, steht jetzt auf Pole, hat auch seine Pole hier auf der Strecke P1 umgemünzt. Also Christian Hof auf jeden Fall auf dem Weg. Wollen wir mal Daniel Gregor suchen, der war als Vierter ganz gut positioniert. Jetzt kommen sie das erste Mal Richtung Start und Ziel und sehen, dass er eine vierte Position gehalten hat. Ja. Kannst du da, gibst du den Jungs da was mit und sagst, guck mal, mach das so oder mach das so? Ja, weißt du, was ich meine, dass man da so ein bisschen noch mitmischt oder? Ja, gut, ich habe leider nicht die Zeit zu allen Rennen zu kommen. Natürlich. Das ist, ich wollte leider schon, muss ich sagen, früh im Jahr vorbeischauen, die Jungs unterstützen und begleiten, aber man sieht natürlich schon Sachen und das ist im weiteren Verlauf, weil wir wollen die Talente natürlich früh mitnehmen und so eine Durchgängigkeit erzeugen vom Kartsport, dann über GT4, GT3 bis international GT-Sport, bis die Jungs wirklich auch mal die Chance haben, ein Profi-Rennfahrer zu werden. Ich glaube, da können wir einiges bieten, einfach diese Talente mit zu begleiten auf diesem Weg. Das heißt, es soll eine langfristige Ausbildung sein, vor allem eine Ausbildung mit einer guten Basis. Und deswegen kann man da immer was, bin ich da immer in Austausch, wenn ich was sehe und versuche den Fahrern dann zu helfen. Der Daniel hat sich sehr gut gemacht, also dieses Jahr vom Speed her wirklich sehr, sehr gut. Ein oder andere Mal Pech gehabt, aber der Junge hat richtig Qualität. Das gleiche ist für mich der Alex Tausche in der OK. Also das ist richtig stark und da wollen wir auch im nächsten Jahr weiter aufsteigen. Und ich denke, da haben wir zwei richtig gute Talente. Der Hahn jetzt hier gerade vorbeigegangen, von 3 auf 2. Also er macht alles das, was notwendig ist für seinen Titelgewinn. Jetzt auf der zweiten Position hat er ein bisschen Ruhe für sich reingebracht, dass er nicht da drin hängt in diesem Viererpack, den Stenz Horner angeführt hat. Dann Daniel Gregor, eben da drin ist Levente Revisch, da war es ein bisschen unruhig. Er geht nach vorne, setzt sich davor, kann also da jetzt ein bisschen befreien auffahren. Vielleicht kann er ein bisschen wegziehen, dann würde das reichen. Vorne an der Spitze dreht Christian Ho seine Runden. Wir sind in der vierten von 19 Runden und da haben wir ihn eingeblendet. Das ist der Daniel Gregor für euch daheim. Die Startnummer 175, derzeit auf 4 positioniert. Von 175, wir haben aber gerade gesprochen. Und jetzt können wir daheim ein bisschen Gut, die Idee finde ich fantastisch, dass man sagt, wir wollen nicht nur oben die Fahrer betreuen, sondern wir wollen halt auch ganz unten anfangen und dann einen gewissen Weg mit den Fahrern gehen. Das ist natürlich eine fantastische Idee. Ja, man kann ein Stück weit von dem, was man auch gelernt hat, kann man weitergeben. Ich weiß noch, als ich angefangen habe im Kartsport, als ich dann das erste Mal einen Profi-Rennfahrer gesehen habe, dann ist man da wirklich schon fast in Ehrfurcht erstarrt, weil es sind dann die Jungs, die man damals, die man nacheifern möchte und das den gleichen Weg geht. Bei mir war es Bernd Schneider damals, bei der ONS, damals ONS-Siegerehrung 95, bei der deutsche Juniormeister da, als DTM-Sieger. Wir sind aus der gleichen Region und dann hin und ganz schüchtern, aber man kriegt dann das erste Mal so ein Gefühl, okay, den Weg, das will ich erreichen. Ja, und es wird auch irgendwie vermenschlich, du siehst, da hat es einer geschafft. Genau. Finde ich eine großartige Idee, gerade im Motorsport ist ja auch viel Geld geht, aber dass man dann wirklich jemanden in die Hand nehmen will. Also großartige Idee von euch. Hut ab. Also Christian Hof führt weiter an. Wir machen mal eine kurze Zusammenfassung. Der Stand nach Abschluss der fünften Runde. Christian Hof und Robert Dehaan, die beiden führen in der Gesamtwertung auf den Plätzen 1 und 2.
rund eine halbe Sekunde vor Stengs Horne. Dann kommt Daniel Gregor, Levente Remes. Das sind hier gerade im Bild, das sind diese ersten fünf Levente Remes in der KK. Und dann mit ein bisschen Abstand 1,30 der sechste Platz. Das ist Herolit Nuridini, dann Matthias Christiansen, Bergmann und Niedersen. Komplettiert die Top 10. Schönen Barkhaus, Arthur Toho. Kalle Bergmann springt von 18 auf 9 nach vorne. Er macht den größten Sprung mit 9 Plätzen nach vorne. Und Julius Dinesen von 31 auf 22. Das sind die beiden Piloten, die am weitesten nach vorne gekommen sind bis hierhin. Wir sind ja erst in der 7. von 19 Runden. Das ist ein langes Rennen, was wir haben. Wir schalten jetzt onboard mal zu Levente Remes. Jetzt kannst du genau analysieren. Genau. Passenderweise haben wir den Daniel direkt nach vorne positioniert. Nein, also jetzt ist der 5. der Daniel. Also hier kann man genau mal abholen. Für euch daheim seht ihr mal, wie schnell das geht bei den Junioren. Wahnsinn. Du hast gesagt, purer Motorsport, hast du gerade gesagt. Ich glaube, wir haben die Zuschauer daheim auch mal so ein kleines Bild davon bekommen, wie es da zur Sache geht. Ja, Kart ist puristischer, aber es geht puristischer geht es fast nicht, weil die Karts sind sehr leicht, die haben keine Dämpfung, das heißt, wird alles ungefedert an den Fahrer zurückgegeben. Man lernt, hier gab es einen Crash in der letzten Kurve. Ja. Gab es einen großen Crash. Da hängen sie ineinander. Also wir sind noch bei Gail. Wir haben jetzt nicht im Bild den Crash, aber wir sehen, wie es Start und Ziel war. Alles okay. Und Slow-Phase wird dann ja, Slow. Oder auf einige Crash. Wir sind doch einige drin. Der 79 zum Beispiel. In welchem Bereich das was drin ist? Ja. Arthur Thom ist drin, Grofter, Paul Dukoffel, Fabio Rauer, Jakobsen, Bröhr, die sind da auf jeden Fall drin gewesen. Also es war nicht die Spitzengruppe, wäre mehr als ärgerlich und schade, wenn der Titelkampf entschieden werden würde durch einen Crash. Das ist nicht der Fall, aber trotzdem hat es doch einige rausgehauen da. Slow-Phase, das Feld wird jetzt zusammengehalten. Und auf der fleißigen Stelle muss. Uiuiui. Hat einer zu spät gesehen. Ja. Jetzt fast wieder ein Crash gegeben. Aber das sind einfach die Basissachen mit Flaggensignal oder jetzt auch das Prozedere langsam nach dem Crash. Also es ist auch was, es ist ja später das Gleiche auch wieder, wenn man höher geht. Und ich glaube, das lernt man jetzt hier in jungen Jahren schon, dass es später was Normales, wenn man dann in Formelsport oder in GT-Sport oder Tourenwagensport ist. Irgendwo muss es ja lernen. Richtig, ja. Und das dann unter Rennbedingungen macht ja Sinn. So vollkommen richtig. Richtig, ja. Und das ist, und ich glaube, es ist ja nichts, lernt man so spielerisch wie im Kindesalter oder in jungen Jahren. Deswegen ist der Kartsport ideal und das ist wirklich ein tolles Spiel. Vor ein paar Wochen das erste Mal seit 7 oder 8 Jahren wieder im Rennkart gesessen und es war, also wirklich, ich habe danach Muskelkater gehabt mit Unterarmen, Rippen und so. Es ist einfach was anderes, aber richtig toll, hat Spaß gemacht. Das Feeling einfach, das puristisch zu fahren, und weil mein Sohn, der ist jetzt 6 Jahre, der ist mit einem kleinen Puffo-Kart dann auch gefahren. Also war einfach ein schöner Familientag, mein Vater war mit dabei, also war 3 Generationen. Ah ja, okay. Boah, das war also schon, schön, also das ist halt Familie, Motorsport, Sportsport, Familienangelegenheit auch. Also war toller Tag. Gehört dazu. Ist ja auch so, also jetzt für diese Burschen, die auf der Strecke sind, das ist ja auch Familie. Das ist ja nicht nur, deswegen die Frage an dich, was ist dein Tipp? Kann man es Geld abgehoben? Oder hast du schon mal das ist ja nicht nur der Fahrer, der auf der Strecke ist, sondern es gehört ja ganz großer Familienaufwand dazu. Ja. Was wären deine Tipps so an Familien oder an die Jugend? Also, für mich war immer wichtig, dass, als wieder Restart, glaube ich, für mich war immer wichtig, dass von dem Fahrer oder von der Fahrerin, dass das Engagement davon ausgeht, also dass er oder sie das richtig möchte, also wenn man jetzt in eine höhere Kategorie möchte, und dass die Familie dann natürlich die Möglichkeit gibt, es zu unterstützen. Natürlich zu den Möglichkeiten, die sie haben, finde ich klar, weil der finanzielle Aufwand ist natürlich da. Aber der ist auch nicht unerheblich, ganz klar. Aber dass man halt hier die Möglichkeit hat, dass der oder diejenige das richtig möchte. Also das war bei mir immer so gut gewesen. Genau. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du nicht mehr möchtest, weil da sparen wir uns viel Geld, aber ich war immer der Antreiber. So muss es auch sein. Und ich sehe halt hier viele, auch gestern bin ich hier schon gesehen, sehe wirklich viele Talente und viele, die sich auf Start schon vorbereiten. Also siehst, viele sind mit Herzblut hier dabei und so muss es auch sein. Ich finde das toll, dass der Motorsport auch so weiterlebt. Perfekt. Ihr habt gerade eben das Ergebnis eingeblendet gesehen.
Also an der Spitze hat sich nichts geändert. Für uns Daniel Gregor ist weiter auf 4, aber für euch daheim natürlich Christian Roh auf 1, Robert Dahan weiter auf 2, das unverändert. Stenzhorne weiter auf der dritten Position. Einige sind rausgefallen, die haben wir gerade eben genommen. Die konzentrieren uns jetzt wieder aus Racing hier. Und dadurch, dass wir die Slow-Phase haben, ist natürlich alles wieder zusammengerückt. Der schöne Vorsprung, den sich Christian Roh rausgefahren hat, der ist jetzt erstmal dahin. Aber jetzt wollen wir schauen, ob er seinen ersten Platz gegen Robert Dahan verteidigen kann. Wir sind in der 13 von 19 Runden und da kommt die Attacke, oder es sah so aus, als ob er ansetzen würde. Und da sehen wir eine Attacke versucht, ja, aber nicht erfolgreich. Er hat alle Zeit der Welt und wie gesagt, wenn Robert Dahan jetzt weiter wird, reicht ihm das vollkommen aus. Richtung eines ersten Titels bei der deutschen Nordkap-Meisterschaft. Ja, da gab es viele Namen, diese Titel gewonnen haben. Wir haben gerade schon gesagt, Sebastian Vettel war es, Hülkenberg, Nico Hülkenberg war es, und auch. Und das kann ich jetzt sehr, sehr gut nachvollziehen, was da durch den Kopf geht von dem jungen Burschen. Oh, jetzt. Also, ich bin da ja gerade eine Position verloren, glaube ich. Ja. Ja. Hat der. Levente Rebisch war Levente das? Levente Rebisch, genau, hat angegriffen. Schade, sind nur Fünfter. Hat die Position verloren. Ja, das ist der Zweikampf, das muss man sich positionieren. Der war jetzt zum Schluss einen Tacken schneller gewesen als der Daniel leider. Ja, da geht es auch heiß zur Sache. Und was mir immer gut gefallen hat, dass hier bei der Union oder auch bei der DKM, dass da immer Feld sehr international war. Das ist jetzt immer noch so. Also bei uns damals waren schon sehr viele Dänen gefahren, auch Italiener zum Teil, Finnen. Und da lernt man das einfach, dass man auch die Internationalität, dass man da wirklich mit den Besten sich messen kann. Dann lernt man immer davon. Das Championat hat sich wirklich da sehr, sehr gut auch weiterentwickelt. Klasse, eine starke DKM. In allen Klassen ist einfach wichtig hier für deutschen Nachwuchs. Auf jeden Fall. International, du hast es gerade angesprochen, Christian Hoh aus Singapur führt. Er wird eingeblendet vom Regifilm Motorsport-Team. Er hat das Problem gehabt, dass er bei einem Rennen nicht dabei sein konnte, dadurch dann 0 Punkte hatte, während Robert Hahn dann volle Punktzahl erreicht hat. Natürlich gibt es Streicher. Oh, jetzt wird Robert Hahn sogar angegriffen. Stenzhorne versucht und geht vorbei. Aber für Robert Dahan, wie gesagt, wichtig, sich da rauszuhalten, von mir Dritter zu werden. Aber das war überraschend. Ich glaube, da hat er sich mehr nach vorne orientiert. Schaut, ob er die Lücke zu Christian Roh wieder kleiner machen kann. Und hier sehen wir es nochmal in Zeitlupe. Da ist er fokussiert nach vorne und dann kommt Stenzhorne da innen rein. Starkes Manöver. Alles sauber, ne? Stark. Kann man so machen. Super. Richtig gut. Ich bin mir sicher, er hat das vorher schon, die Runden vorher schon gesehen, dass vielleicht da eine kleine Schwäche ist. Er hat es komplett ausgenutzt. Aber da sieht man, das sind die Profis, die operieren am Limit. Der Robert Dahan hat dann auch gesehen, okay, er hat dann ein bisschen aufgemacht, weil sonst hätte es gecrashed. Ja. Also das sind halt einfach, die Jungs sind richtig gut. Und die Jungs sind ja noch, die sind ja wirklich noch Jungs, ne? Da sprechen 12 bis 15 Jahre. Richtig. Also die machen echt einen fantastischen Job. Ich denke, den einen oder anderen wird er mit Sicherheit mit einer Top-Karriere in Zukunft. Man sieht, wie das Feld hat sich ein bisschen wieder auseinandergezogen. Also die Top 3 sind da in der eigenen Liga, muss man sagen. Also Daniel dann auf 4, dann auf 5. Konnte nicht ganz mithalten, aber ist immer noch stark. Kann sich auch absetzen vom 6. Platzierten, aber für ganz nach vorne hat es leider nicht gereicht. Aber ist gut positioniert. Ich meine, der 5. Platz, alles wunderbar. Ja, ich meine, wir haben wirklich die Topstars der Junioren. Da hält er absolut mit, das muss man sagen. Da muss er sich und will er sich auch dran messen. Ich weiß, dass er nicht ganz zufrieden sein wird, aber diesen Zug muss man auch haben, dass man weiß, was kann man verbessern. Wir haben ja noch ein Rennen 2, was kann ich verbessern am Chassis oder an mir selbst oder Fahrweise. Und ich weiß, dass da wieder sehr intensiv gearbeitet wird. Das ist auch wichtig. Also man kann im Motorsport nicht stehen bleiben, man muss auch dieses Gefühl entwickeln, wo man steht und was kann man machen, um Christian Roh macht alles das, was notwendig ist. Gerade eben schnellste Runde. Alles macht alles das auch richtig, was notwendig ist. Nutzt du nichts, wenn Robert Dahan weiter erfolgreich punktet. Christian Roh ist auf dem Weg zum Sieg. Dahinter Stenzhorne und Robert Dahan, Levente Rebisch auf 4. Wir haben es gerade gesehen, Daniel Greger auf 5. Kalle Bergmann ist 6er, kommt 12 Positionen nach vorne. Wir sind in der 18. von 19 Runden. Wir gehen gleich das Ergebnis natürlich nochmal komplett durch. Bleiben aber jetzt mal an der Spitze. Das war aber im vorderen Mittelfeld. Hier haben wir die Spitze. Wir gehen jetzt in Richtung der letzten Runde. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, liebe Zuschauer, um den Titel. Das können wir sagen. Nur wir können sagen, das Pendel schwingt ein wenig mehr Richtung Robert Dahan.
nicht, weil Christian Hoge gewonnen hat, also eigentlich ist es widersprüchlich, aber Robert Dohan holt wichtige Punkte mit seinem dritten Platz und dementsprechend hat er gerade, wie du auch gerade schon gesagt hast, sehr klug zurückgezogen, hat ein bisschen freigemacht, gesagt, okay, das sind jetzt vielleicht 3-4 Punkte weniger, aber wenn ich ausfalle, ist die Meisterschaft gleich weg. Also selbst da ist es wichtig, oder gerade da ist es wichtig, gut zu fahren. Christian Hoge ist auf dem Weg zu seinem Sieg, zu 25 Punkten, dann steht Zorn auf 2 und Robert Dohan auf 3. Das sind die letzten Meter. Wir hatten einen Crash, da ist nichts passiert, den Jungs. Das ist das Wichtigste. Und hier kommt die schwarz-weiß garnierte Flagge für unseren Sieger. Da sehen wir sie auch. Christian Hoge gewinnt vor Stenshorne und Dohan. Da haben wir den Sieger eingeblendet. Er macht alles das, was notwendig ist, alles das, was in seiner Macht steht. Das macht er fantastisch, der Pilot von Ricky Flynn. Er gewinnt und wir fassen zusammen. Daniel Gregor, das war eine ordentliche Leistung. Absolut ordentliche Leistung. Wie gesagt, ich weiß, dass er damit nicht ganz zufrieden sein wird, aber Top 5 hier bei dem internationalen Feld, bester Mega. Deutscher. Richtig gut und er ist einfach, man sieht, er fährt einfach bei den Future Champions, wenn ich so sagen will, bei den internationalen Topstars, fährt er da richtig vorne mit und das ist schon gut. Da kann er schon stolz drauf sein und mal gucken, jetzt mal fürs zweite Rennen wird mit Sicherheit noch gearbeitet, dass da noch ein, zwei Positionen nach vorne geht. Wie ist das, wenn man mit euch in Kontakt kommen will, wie kann man das machen, wenn jetzt jemand daheim zuschaut und zuhört und sagt, das ist eine super Basis, die Idee finde ich klasse, dass man die Kinder schon früh abholt und dann an die Hand nimmt und begleitet und nachher weiter aufbaut. Also am besten über die Website, das ist dann team75motorsport.de, ohne Bindestrich, sondern einfach team75motorsport.de, dann über Kontakt und das geht dann direkt zu uns und das ist auch ganz unkompliziert, also versuchen, das Team zwar, ich will nicht sagen klein zu halten, aber versuchen es auf die Fahrerinnen und Fahrer zu konzentrieren. Und okay. Das sieht nach einer Spoilerstrafe aus. Okay. Wie sind da die Differenzen? Müssen wir mal abwarten? Ja. Ich glaube schon, weil er ärgert sich schon. Ja, das wäre sehr, sehr ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich. Fantastische Leistung gebracht. Also da könnt ihr nachgucken. Müssen wir gucken, genau. Genau. Team75motorsport.de. Für alle, die das spannend finden und für alle, die mehr Informationen haben wollen, da kann man nachgucken. Und Plätze für die neue Saison sind auch frei. Ja, ich will sagen, auf jeden Fall. Also wir sind schon mit einigen Fahrern in Kontakt, aber ganz klar. Also da sind wir auf jeden Fall gesprächsbereit und interessiert. Wir freuen uns, dass ihr da wart. Wir haben ja noch Unterstützung dabei gehabt. Wir hatten aber leider kein Mikrofon für den eigentlichen Chef, den Future-Chef, hast du gesagt. Wir gucken nochmal eben aufs Ergebnis gemeinschaftlich und dann sehen wir, ich weiß jetzt nicht, ob es eingearbeitet ist. Das ist das Ergebnis auf der Strecke, so wie es am Ende ausgegangen ist. Hoge, Stenshorne, Dohan, Lewisch und Daniel Gregor, über die fünf haben wir ausführlich gesprochen. Kalle Bergmann wird Sechster, springt 12 Plätze nach vorne, auch eine tolle Leistung. Nurideni auf 7, Lilly Zug großartig in den Top 10, 11 Plätze ging es für sie nach vorne auf P8. Maxim Rehm ist 9., macht 14 Plätze gut und Piet Mattes komplettiert dann die Top 10. Und wir sehen auch da, das was du gerade gesagt hast, es sind schon einige deutsche Fahrer, die da mithalten können. Genau, und es muss natürlich so sein, dass sie sich dann mit den Top 2, 3, die halt auch international um EM und WM-Titel fahren, sich damit mit denen messen. Da muss das Ziel sein, dass man da vorne reinfährt. Das muss der Ansporn sein und auch, dass man davon von lernt. Ich weiß noch, wie ich Juniorfahrer war, stand ich bei den DKM-Trainings immer an der Strecke und habe geguckt, wie die Jungs damals, die Älteren, gefahren sind. Man kann sich unheimlich viel abgucken. Und deswegen sage ich, der Ehrgeiz muss von einem selbst kommen. Das ist der wichtige Hinweis und der wichtige Tipp, den ihr daheim auf jeden Fall beherzigen solltet. Und ihr seht hier ab 22, das sind unsere Ausfälle, da hat es ja einmal richtig gekracht. Wir können sagen, dass den Fahrern nichts passiert ist, das ist das Allerwichtigste. Und wir hatten ja die lange Slow-Phase, dass also die Fahrer, die dann ausgeschieden sind, die werden jetzt gleich im zweiten Finale dann von hinten starten. Die Startaufstellung des zweiten Finals ergibt sich aus dem Ergebnis des ersten Rennens. Das war die DJKM, das war die Deutsche Junioren-Cup-Meisterschaft. Und jetzt wollen wir natürlich mal hören, was der Sieger zu sagen hat. Wie schätzt er seine Chancen ein? Hier ist Miss Wade mit Christian Hoge. Okay, Christian, now yesterday you and I were speaking about your win. You need the points. You're just going to focus today. First final, you've done it. Yeah, I think
we brought home some good points, so I need to focus for the next final, but I think I'll just carry on from what I did just now into the next final. Just keep calm and just focus on myself. Mm-hmm. You make any big changes today compared to yesterday? It's a little bit dry, but it's really cold. I don't think I made that many changes. I think I was just a bit more focused today compared to yesterday. Yesterday, I think I was just like a bit tired and everything and not used to the dry after I drove from the rain, so yeah. Okay, well, congratulations. We're going to see you at the podium. So, yeah, well done. Well done to the team, and we'll see you for final two this afternoon. Thank you. Thank you. Also, das war der Sieger. Gewohnt, stimmungsvoll Christian Ho, aber er ist sehr fokussiert auf sich. Cooler Typ, oder? Ja klar, man sieht noch das Alter natürlich, klar, die Unsicherheit, aber er ist ein Racer, man sieht, er fokussiert sich auf sich selbst und klar, ja. Hat er schon recht mit. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns gemeinsam hier in unserem Container dieses Rennen der DJKM zu moderieren. Tolles Ergebnis von deinem Fahrer, Daniel Gregor. Alex Tauscher, extrem starker Fahrer, ja. Wollen wir auch nochmal über ihn sprechen. Er hat gestern einen Heat für sich entscheiden können, steht sehr gut positioniert. Ich meine sogar erste Startreihe oder zweite Startreihe. Ja, war gestern nicht draußen. Ich meine, ich habe gedacht P4, also zweite Reihe hatte ich gedacht. Ja, ja, aber war ganz gut unterwegs. Er hat einen Heat gewonnen, der zweite Heat war auf P5. Ja, ja. Er hat keine einfache Saison gehabt, glaube ich, auch ein bisschen Pech zwischendrin gehabt mit Kollisionen, aber mit dem Sieg im Heat gestern, den er sich wirklich erarbeitet hat, hat er drei Konkurrenten überholt, also eine starke Leistung. Er kann gut überholen, das habe ich schon gesehen dieses Jahr einige Male. Er hat einen guten Speed, ist gut entwickelt und für ihn kommt es dann irgendwann auch der nächste Schritt dann ins Auto rein. Aber er muss schon sagen, hat da eine unheimlich gute Basis, ein richtig gutes Talent. Also ich glaube, da war man dieses Jahr gut aufgestellt und ich glaube da auch für die Zukunft, dass wir da wirklich gute Jungs haben. Also wir sagen vielen lieben Dank. Wir haben versucht, mal deine ganzen Erfolge ein bisschen anzureißen, alle zu nennen, war unsere Sendezeit zu knapp. Nein, also, aber du hast ja unglaubliche Erfolge. Ich denke, unsere Motorsportfreunde daheim wissen das in- und auswendig. Wir durften mit dir anmoderieren. Vielen Dank dafür. Und ihr habt euch beide Zeit genommen, nochmal, dass wir jetzt gemeinschaftlich dieses erste Rennen uns angucken könnten. Im Normalfall müssen wir den Daniel jetzt auf dem Podium sehen. Als Fünfter. Und dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß hier bei den Rennen. Und wir geben jetzt gleich zur Siegerehrung, liebe Zuschauer. Dann wollen wir die ersten fünf Fahrer ehren. Und ich warte mal ab, ob da eine Änderung war. Denn wir haben gerade eben gesehen, dass wir Spoilerstrafen auf jeden Fall ausgesprochen hatten. Deswegen checken wir das mal eben ab und melden uns dann zurück und wollen dann die Pokale übergeben. Siegerehrung jetzt kurz um. Danach geht es dann mit dem nächsten Rennen weiter. Wir haben die Prefinals des DMSB Schaltkart Cup zum Beispiel. Wir haben die DSKM und wir haben auf jeden Fall dann das große erste Finale der DKM. Bis gleich! Wir wollen zur Siegerehrung kommen der deutschen Junioren-Kartenmeisterschaft Rennen 1. Wir rufen auf die fünfte Position vom World Racing Team die Startnummer 137, Kalle Bergmann. Platz 4 geht an KR Motorsport, die Startnummer 139. Aus Ungarn, Levente Reves. Platz 3 an Energy Course, Startnummer 146, Robert Dahan. Platz 2 geht an KR Motorsport, Martinius Kleve Stenzhorne, Startnummer 183. Und hier kommt der Sieger vom Ricky Flynn Motorsport Team, die Startnummer 122. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Rennen 1 der DJKM, Christian Ho.
Die Pokalübergabe wurde durchgeführt von dem DKM-Koordinator Stefan Wagner und zu Ehren des Siegers Christian Ho die Nationalhymne von Singapur. Unsere Sieger beim ersten Rennen der Deutschen Junioren-Kartmeisterschaft: Kalle Bergmann, Levente Revesch, Robert Dehahn, Martinius Kleve Stenzhorne und Christian Ho.